Grüne, komm ran. Da drüben wohnt der Yannick, da gehen wir gleich rein und du klingelst und gehst vor. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich freue mich sehr. Dann lass uns losgehen. Also, auf geht's, Grüne. Da drüben, auf zu Yannick. Wir sind eine Regelwohngruppe, ein Jugendhilfeträger, die Wattenbeker Wohngruppe nennen wir uns. Und wir betreuen hier 9 Kinder, hast du richtig gesagt. Wir betreuen aber auch noch 3 Jugendliche im Nachbarhaus, die in die Verselbstständigung gehen, weil wir betreuen hauptsächlich Kinder, die zu Hause aus den verschiedensten Gründen nicht mehr leben können. Und einige Kinder kommen freiwillig, andere nicht ganz so freiwillig, aber meistens wohnen die Kinder schon über einige Jahre hier. Hauptsächlich versuchen wir familienanalog zu arbeiten, das soll so nah wie möglich am Familiensetting gestrickt sein, wie Kinder das teilweise kennenlernen sollten, vielleicht nicht kennengelernt haben. Wir versuchen, denen einfach ein Zuhause zu geben. Und das ist mitunter mit den Problematiken, die Kinder so mitbringen, eine herausfordernde, aber auch tolle Arbeit. Ja, zum einen bekommen wir die Gelder natürlich von den Jugendämtern, die uns natürlich unterstützen. Wo die, durch die Jugendämter werden die Kinder auch bei uns untergebracht. Ja, der Träger unterstützt uns natürlich. Und zum Beispiel wie heute Abend auch Hertha BSC als ein Partner. Der Fanclub, der uns unterstützt, der uns zum Beispiel ermöglicht, Reisen mit den Kindern zu machen. Das ist eine tolle Sache und das finden wir auch sehr gut. Und das ist eine Grundlage unserer Arbeit.